Ein wunderschönes Hallöchen und damit wieder herzlich willkommen zurück zu der nächsten M-Plus-Folge. Ihr seht, ich bin wieder mit meinem Hunter unterwegs. Lang, lang ist's her. Es wird doch langsam mal wieder Zeit, mich mehr um meinen wunderschönen Hunter zu kümmern. Ihr seht, wir sind auf Plus 14 im wunderschönen Freihafen drin. Und was ihr noch seht, ja, ausnahmsweise bin ich mal nicht als Marksman unterwegs, sondern ausnahmsweise mal wieder, ja, mit, vor allem ausnahmsweise, ausnahmsweise mal wieder mit dem Beastmaster. Ich glaube, ich spiele gefühlt so selten Beastmaster, dass das überhaupt, das wieder nicht berechtigt ist. Dementsprechend, lasst uns einfach nicht darüber sprechen. Ich glaube, ich habe schon in dem im Plus-Key von letztens mit meinem Priester auch schon gesagt, ich finde es ziemlich einfach, einen Beastmaster zu spielen. Man kann sich einfach so viel bewegen. Und ihr seht, ich habe zweimal diesen Dino von der Pandaria-Insel oben im Mappen. Ja. Ja, ich konnte mal wieder lange nicht schlafen und hab's dann auch mal wieder hinbekommen, einen zweiten Dino zu bekommen. Der erste Dino heißt Ulrich. Nein, warte, der erste heißt T-Rex und der andere heißt Ulrich. So rum. Ja. Es wird definitiv nicht die Gewohnheit werden, dass ich mit meinem Hunter Beastmaster spiele, auch wenn er unglaublich einfach ist zu spielen. Ich persönlich finde es nicht interessant, beziehungsweise macht mir einfach nicht so viel Spaß wie der Marksman, auch wenn natürlich vielleicht eventuell der Beastmaster in manchen Situationen mehr Schaden macht. So macht mir persönlich einfach nicht so viel Spaß irgendwie. Dementsprechend, ja, gewöhnt euch bitte nicht allzu sehr dran, mich als Beastmaster zu sehen. Meistens spiele ich oder habe ich das jetzt so vor, dass ich den Marksman so spiele, dass beispielsweise ich einfach nur sehr gerne dann in Trash verstärken Wochen den spiele, beziehungsweise den Beastmaster dann spiele, wenn eben kein Kampfrausch parat ist und damit ich keinen Schaden verliere über die Zeit, ich einfach auf Beastmaster rüberspecke, auch wenn es mir nicht so viel Spaß macht. Ich mag einfach gerne meinen Marksman, da kann man, keine Ahnung, mein Gehirn sagt sich auch so, ja, nö, gefällt mir nicht, deswegen mache ich es auch nicht. Aber ja, ist eigentlich relativ einfach zu spielen. Ich habe mir dennoch keinen Guide durchgelesen und ja, ich habe mir meine Spezialisierung auf Marksman beibehalten tatsächlich. Aus dem einfachen Grund, weil ich möchte mit diesem Char zumindest auf Main Marksman bleiben, auch wenn ich hin und wieder dann auch beispielsweise in bossverstärkten Wochen dann auch eher zu Beastmaster rüber wechsel. Bleiben möchte ich dennoch gerne auf Marksman und das war ein wirklich sehr langes Intro. Wie dem auch sei, erster Boss, ihr merkt schon, bei ungefähr 70% verschwindet dieser Haihappen, ja, von dem Boss. Dementsprechend, ihr seht, der Haihappen fliegt durch die Gegend und wie kann man am besten diese grünen Flächen ja baiten, indem man einfach, ihr merkt schon, er trifft immer die Person, zu der er, beziehungsweise wenn er irgendwie von A nach B durchrusht, heißt, der hinterlässt ein wunderschönes Geschäft auf die Person, die halt am ehesten an diesen B-Endpunkt ist. Dementsprechend, ja, es ist wie es ist, es sei wie es sei. Der erste Boss ist auch schon gelegt und ihr merkt schon, eine aktuellere Woche, in Anführungszeichen. Ja, da wo ich das aufgenommen habe, beziehungsweise jetzt das nochmal vertone, ist es gerade noch eben aktuell. Heute ist Dienstag, morgen ist Mittwoch, neue ID, hast du nicht gesehen. Dementsprechend noch eine relativ aktuelle Woche mit Bossverstärken, Dispelgeistern und Anstachelnd. Dementsprechend, ja. Ich blende euch am besten jetzt ungefähr ein. Ich schreibe mir am besten auch nochmal auf, wann genau. Und zwar
die Affixe für die nichts, aber beziehungsweise ja, bringt ja nichts viel, beziehungsweise ja. Für die Wochen, wo es dann wirklich die fixe Routine ist, und zwar ab dem 19.07. Das heißt, da wissen wir schon zumindest immer fix die Rotation, wann welche Affixe kommen und warum diese Affixe kommen. Ich habe kurz gerade eben meine Pets rausgetan, runtergetan, aus dem einfachen Grund. Ich habe vergessen, dass hier eine Treppe ist, und ich dachte mir, okay, bevor meine Pets jetzt irgendwas pullen, was sie nicht pullen sollen, ich bin wirklich da sehr. Ich achte lieber darauf, lieber einmal zu viel drauf geachtet als zu wenig. Hier ein kurzes Standbild, nichtsdestotrotz ein Vorteil von unserem wunderschönen Hantan. Wir können einfach mit Rückzug tatsächlich im Gegensatz zu Classic mit Rückzug einmal kurz zurückspringen. Dementsprechend eines der besten Fähigkeiten, beziehungsweise ich glaube, das muss man sogar tatsächlich skillen, dass man mit Rückzug sich auch von bewegungsfestsetzenden Sachen einfach befreit. Ich weiß echt nicht. Ihr merkt schon so, ich kann meistens Sachen einfach nicht wirklich gut artikulieren, wie was heißt und warum das so ist. Ich weiß nur meistens so, was passiert, und ich bin dann schon meistens davon sehr überfordert. Nichtsdestotrotz, ja. Langes Intro, viel quatscht eigentlich um nichts. Ihr seht da schon, einer kommt gerade mit blinder Wut auf mich zu. Ich kann den einmal seinen Wuteffekt runternehmen und dann wieder schön weiter auf die Gruppe draufgehen. Ja, schön. Es ist, wie es ist. Es scheint, wie es scheint. Sachen gibt's, die gibt's ja gar nicht. Selbst die Verwirrung war verwirrt, und sogar ich bin Gastwirt. Ja, das muss jetzt wirklich so lange aufgesprochen und aufgesagt werden. Und wir haben uns dazu entschieden, diesen Boss nicht mit Kampfrau zu spielen, sondern den ersten und den dritten Boss mit Kampfrau zu spielen, beziehungsweise ja. Hier springt bei dieser. Beziehungsweise lasst mich diesen Satz neu anfangen. Und zwar, die Besonderheit bei diesem Bosskampf ist tatsächlich, dass wir einmal hier einen Zweier-Bosskampf haben. Dementsprechend kämpfen wir gegen Eudora und den anderen Uli. Und ja, ihr merkt schon, ich habe hier gerade ein Fass drauf und einmal kurz mit Rückzug zurückgesprungen. Je schneller man aus dem Kreis von Raoul wieder draußen ist, desto besser ist es. Guckt mal, habt ihr das gerade gesehen, wie ich einfach zwischen den zwei Schüssen dran vorbeigelaufen bin, ohne von einem Schuss getroffen zu werden? Ich war wirklich so begeistert während des Kies, als wir das gelaufen sind. Ich war wirklich so im Discord so, ich bin so beeindruckt von mir, dass ich das tatsächlich irgendwie geschafft habe zu skippen. So. Leute, macht es bitte nicht nach, außer ihr habt wirklich sehr viel Glück, so wie ich gerade. Weil hier hatte ich wirklich mehr Glück, als dass ich Verstand hatte. So. Ich wollte irgendwie von A nach B rennen und plötzlich war es auch schon wieder vorbei. Ihr seht, ich habe absolut keine Ahnung, wie man wirklich Beastmaster spielt. Und ich glaube, so im Großen und Ganzen ist Beastmaster auch nicht schwierig. Mein T-Rex, mein Ulrich, ich wollte jetzt nicht meine Pets als alle Ulriche bezeichnen, weil ist nicht nett. Es sind ja auch meine Pets. Nichtsdestotrotz, vor allem bei einem Boss, wo tatsächlich zwei Bosse gleichzeitig da sind oder drei Bosse gleichzeitig da sind, so wie in Uldaman, der die Zwerge. Wirklich ein sehr schöner Boss, um Cleave-Damage zu machen. Das heißt, einmal Mehrfachschuss drauf. Gilt dann 5 Sekunden lang, dass eurem Mobs dann eben mit Tötungsbefehl prinzip oder prinzipiell mit ihren Nahkampfattacken einfach auf alle Ulis Schaden machen. Und ja, dementsprechend dann benutze ich meinen Stachelpfeil immer wieder relativ oft. Dementsprechend, ja, damit kann ich auch meine Shift-1-Taste. Die den CD davon zurücksetzen. Ihr merkt schon so, selbst die Verwirrung war verwirrt so. Ich kann wirklich so lange irgendeine Klasse spielen und ich werde trotzdem nicht wissen, wie die gewissen Fähigkeiten heißen.
Ich glaube, Irreführung habe ich immer irgendwie so als Irrleitung oder so. Irgendwas mit Ableitung oder Umleitung. Ich habe es Umleitung genannt und ich wurde wirklich von ein paar Personen deswegen schon mal ausgelacht. So, ja, sag das doch mal, sag das doch mal. Okay, danke. Ah, habt ihr auch so ein paar witzige Namen für eure Fähigkeiten, weil euch der richtige Name dazu nicht einfällt? Erzählt's mir gerne so. Was ich aber auch euch mal wieder gerne erzählen oder mal wieder. Ich habe es irgendwie so mit der Phrase mal wieder und dabei erzähle ich es euch zum ersten Mal oder ich mache irgendwas zum ersten Mal, und dann benenne ich das einfach als wieder. Mein Gehirn denkt sich auch so, ja. Nichtsdestotrotz, ich glaube, ich wollte zwei Sachen erzählen. Aus beim letzten Video mit den Cliffhangern, aber mir fällt gerade nur die eine Sache ein. Und zwar, es ist tatsächlich so, dass ich jetzt nicht nur meine Keys laufen werde, beziehungsweise meine Keys laufe ich sowieso die ganze Zeit, sondern auch tatsächlich eine kleine Neuerung. Eine nette Person aus meiner Gilde hat sich bereit erklärt, danke, Shirase, dass tatsächlich er nimmt die Keys auf und ich gehe wie üblich mein Senf oben drüber. Das heißt, ja, ihr werdet auch jetzt nicht nur meine Gameplays sehen, sondern auch noch von anderen und ich werde versuchen, irgendwie was Sinnvolles dazu beizutragen. Zumindest beispielsweise, okay, nee. Ich weiß, ein Paladin, er hat einen Paladin-Tank, da habe ich ein paar Keys, das wird jetzt nach und nach kommen. Und sogar einmal ein 17er-Key mit seinem Hunter, und zwar der Spec, den ich überhaupt gar nicht spiele, weil für mich das noch uninteressanter ist als für den Beastmaster, und zwar der Survival. Warum ist es für mich uninteressant, auch wenn der sehr viel Schaden macht? Und zwar ganz einfach, weil es ein Nahkämpfer ist und ich, also, wenn ich schon mal DD spiele, am liebsten dann doch eher mein Hunter, weil ich damit am meisten was anfangen kann. Aber tatsächlich, wenn ich schon mal DD spiele, dann am liebsten eher ein Range. Da fühle ich mich sicher. Ich spiele ja auch meinen Heiler von als Range. Da fühle ich mich einfach sicher, da fühle ich mich wohl. Muss jetzt nicht unbedingt sein, dass ich da jetzt nochmal mehr irgendwie ausprobiere, wobei ich level gerade mir einen Krieger hoch und der macht eigentlich Spaß, aber ich weiß auch nicht so wirklich, wie der sich dann in M Plus verhalten wird oder prinzipiell Inis, weil ich queste den ganz gemütlich hoch. Beispielsweise, vor allem wenn es sich dann lohnt, den hochzuspielen bzw. zu leveln und zu questen, wenn ich ein Lore-Gebiet da den ganzen Bums aufnehme für das Video, das ich dann eben hochlade. Dementsprechend, während ich da queste, schließe ich so viele Quests in einem Gebiet ab, tue ich dann halt eben mich hinstellen für ein Minütchen, nimm die eine Szene auf und dann, ja, hast du nicht gesehen, hier, bevor wir jetzt das wieder ausschweifen, wir müssen das wunderschöne Schweinchen irgendwie bekommen und hin und wieder finde ich es schwierig, das anzuklicken, vor allem wenn man da so zwei Dinos hat. So, ich glaube, ich habe mit meinem. Ihr könnt mich gerne verrückt nennen, weil. Aber für jeden Spec spiele ich mir gerne einen Twink hoch. Ich bin so ein Twink-Spieler gefühlt so. Dementsprechend, ja. Ich habe auch einen Beastmaster Hunter, der noch auf Level 60 herumlungert. Den müsste ich auch endlich. Also endlich mal. Aber relativ irgendwann mal, wenn ich mal wirklich Lust habe, den hoch zu spielen, dass ich den dann auch. Ja. Hochspiele, falls ich mal irgendwann Lust habe oder einfach mal prinzipiell auch, ja, ein bisschen farmen, ja, farmen, weil meine Twinks level ich gerade eben, anstatt das alles durchzuquesten, farme ich lieber einfach alles hoch und das ist einfach sehr angenehm tatsächlich, dass ich dann da nicht so viel machen muss und ich einfach wirklich stumpf ein paar Sachen farmen kann und dann ins AH stellen kann. Ohne viel Aufwand und was ich sowieso dann so gesehen machen muss oder beziehungsweise mache, um mir den ganzen Spaß zu erleichtern. Ja, nichtsdestotrotz, mein Fokus wird jetzt auf meinen Krieger liegen. Vielleicht werdet ihr auch früher oder später mich dann auch in einem Plus mit
dem Krieger sehen. Vielleicht auch nicht, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall mal werdet ihr jetzt dann nicht nur mich, sondern auch mal andere sehen. Zumindest zu den einen anderen. Vielen lieben Dank dafür. Also, einfach mal schauen, wie es funktioniert, ob ihr auch Lust darauf habt, wie es ankommt. Sonst kann man sich ja auch mal überlegen, dass, falls ihr auch mal Lust drauf habt, dass ihr mir das auch zuschicken könnt oder das einfach auf meinen OneDrive hochlädt oder einfach mal schauen, wie jetzt so die anderen Keys laufen. Und ja, ich möchte mich ja auch nicht beschweren, wenn jemand auch einfach mal von seiner Sicht das was zeigt und vielleicht. Ich verheddere mich gerade, bevor ich erst wieder 20 Minuten brauche, um einen gescheiten Satz aufrechtzuerhalten. Lassen wir dieses Thema einfach sein. Ich mache da einen Punkt dahinter, ich mache einen Haken dahinter. Dementsprechend, ja. Ja. Hier. Was ist wichtig bei diesem Boss und zwar? Also wichtig ist relativ, was ich aber auch relativ oft sehe, dass Leute den relativ in Anführungszeichen einfach falsch spielen, sagen wir es so. Und zwar, ihr seht, mich hat gerade irgendein Hai verfolgt, beziehungsweise jetzt den Dudu-Heal. Hin und wieder macht der Uli seine Haie, beziehungsweise wirft er die Haie auf irgendeinen der Ads und wir müssen einfach darauf achten, dass wir, falls wir einen Hai an unserem Hintern kleben haben, dass wir den einfach durch die Blutpfützen durchlaufen und am besten auch hier nicht im Melee stehen. Und ihr seht gerade, schon wieder wird da einer auserwählt, der läuft da nach hinten, um zu diesen Blutlachen, wo anscheinend irgendwas zu essen gemacht wird. Das gemacht wird, einfach Blutlachen, ne? Was die Zuschauer hin und wieder werfen. Und zum anderen, ja, springt er dann zu seinen Hai-Uli hin und macht seinen Hai-Tornado. Dementsprechend, das ist eigentlich der ganze Spaß, ist hin und wieder aber dennoch schwierig genug. Ich habe schon wirklich oft genug Leute, vor allem auch als Heiler, hier daran sterben sehen, aus dem einfachen Grund, weil sie das nicht mit bekommen haben, nicht wissen, wie man das spielt oder einfach sich denken, so ich bin Melee, aber ich möchte dann tatsächlich nicht durch die Blutlache laufen, weil ich könnte ja meinen Damage verlieren und dann sterben sie und dann verlieren sie dennoch Damage. Also Leute, ich weiß, wir sind hier nicht im Raid, aber ab und zu ist es vielleicht auch ziemlich schön, Mechaniken zu spielen. Und ihr seht gerade so meine wunderschöne Möwe. Ich wollte euch einfach auch mal ja, mal gezeigt haben. Ich mag meine Möwe. Ich habe da wirklich 100, ich glaube, das waren sogar 1000 Dublonen, die man sammeln musste. Dementsprechend, ja, hat mir der ganze Spaß wirklich sehr lange gedauert. Beziehungsweise, ich habe mir gedacht, so, ich spare mir das lieber, anstatt die ganzen Dublonen irgendwie für die Kisten damals zu BFA-Zeiten zu verschwenden, sondern einfach wirklich tatsächlich einfach zu sagen, so, ja. Ich spare mir das mal lieber auf und habe die Möwe, anstatt vielleicht auch mal auf mein Glück zu hoffen. Ja. Nichtsdestotrotz, was haben wir für Affixe? Ich glaube, das haben wir gerade schon gesprochen. Falls nicht, nochmal hier einen Kurzdurchlauf. Und zwar einmal Bosse verstärkt, Dispel-Sachen und also Dispel-Geister und anstachelnd, wie ihr seht. Oh, eines der besten Gefühle, weil das da, genau, da am vordersten Eck sich der Mob verhängt und der die ganze Zeit entrinnt, sich hochheilt und ja, aber zumindest anstachelnd ist weg. Und dann befallener Dings kann ich nichts machen und jetzt kommt er wieder aus seinem Dings raus. Ich lasse meinen wunderschönen Pet einmal kurz spotten und man merkt schon so ein Hit und tot ist er. Dementsprechend bin ich auch ziemlich froh gewesen, dass der Tank dann wieder da war, bevor da jetzt irgendeiner von uns nochmal, bevor einer von uns oder ein weiterer von uns stirbt. Einmal kurz rein und hier wieder darauf aufpassen, nicht in blauen Flächen zu stehen. Auch wenn nicht verstärkt ist, es ist trotzdem nicht schön. So, letzte Gruppe vor dem Boss. Ja. Eigentlich gibt es hier auch nicht mehr viel zu sagen, außer dass es so ist, wie es ist. Und Kicken ist hin und wichtig. Hin und wichtig, ja. Hin und wieder wichtig. So rum. So, ja.
Dementsprechend, ja, sind wir jetzt, wo wir hier sind. Ich gebe auch dennoch als Hunter mir sehr viel Mühe, das irgendwie richtig zu spielen. Hin und wieder bin ich wirklich sehr überfordert, dass ich überhaupt einen Kick habe. Ich glaube, das werde ich auch nochmal früher oder später irgendwann mal demnächst hochladen mit meinem Shami, dass ich mal als Heiler einen Kick habe. Das ist wirklich bemerkenswert, tatsächlich. Ja, ich weiß noch nicht so wirklich, was ich vom Shami halten soll. Also, keine Ahnung. Es liegt nicht am Shami, es liegt einfach an mir, weil ich zu sehr an meinem Holy Priest gewöhnt bin. So wie mit meinem Hunter, dass ich da einfach viel zu sehr an meinem Hunter gewöhnt bin, als dass ich da vielleicht irgendwie anderweitig, ja, sinnvoll sein könnte. Nichtsdestotrotz, ihr seht, ich habe da hinten einmal eine Eisfalle hingelegt, weil da kommt gleich der Bandit, der mit einer Bombe auf euch bzw. euch verfolgen wird. Dementsprechend, ja, wenn man schon die Möglichkeit hat, einmal kurz Eis fallen, sonst muss dann eben ein Paladin keinen Stun, sonst nochmal irgendwie vieren oder sonst einfach weglaufen, weil ansonsten seid ihr ja in One-Shot, dann seid ihr tot. Und wie ihr gerade links seht, der steht so wunderschön in meiner Falle und sobald er wieder raus ist, kann ich wieder eine neue Falle drauflegen für den nächsten Ulrich, der von da kommt. Und da ist es wichtig, tatsächlich, dass ihr den dann nicht wieder aus seiner Eisfalle rausholt, weil unvorteilhaft, weil dann rennt er wieder euch hinterher. Oh Gott. War das laut so? Selbst die Verwirrung war verwirrt. Sogar ich bin Gastwirt. Ja. Ja. So. Ja, Zeitmanagement einer Kartoffel, wie ihr merkt, so gleiches Rage. Und was mache ich? Ich mache noch so die letzten Minütchen von dem Video vertonen, so ihr merkt schon so, ich bin bestens vorbereitet, so Zeitmanagement einer Kartoffel. Also, warum das so ist, falle ich wieder auf das nächste Video. Ich finde es schön, dass ich gerade wieder ein bisschen mehr zu erzählen habe. Also, ich versuche zumindest was zu erzählen, hin und wieder, ja. Es ist, wie es ist, es scheint, wie es scheint. Jetzt habe ich beispielsweise vergessen, die Falle hinzulegen und bleibe hier stehen. Und sehr schön, dass der Tank den rausgewirbelt hat. Dementsprechend einmal kurz, ja, meine wunderschöne Schildkröte dann nebenbei nochmal meine Eisfalle rausgeworfen. Wenn ich schon sowieso gerade nicht angreifen kann, dann möchte ich mich natürlich noch anderweitig sinnvoll zu der Gruppe beitragen, wenn ich schon mal einen Hunter spiele. Ja, wie dem auch sei, damit kommen wir auch schon zum Ende des Videos an. Ja, vielen Dank, dass ihr bisher dran geblieben seid. Dementsprechend vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Habt noch einen schönen restlichen Tag. Habt viel Spaß beim selber Kieslaufen. Probiert euch aus in jeglicher Hinsicht. Auch gerne in einem Plus. Dementsprechend, wir sehen und hören uns wie gewohnt im nächsten Video. Viel Spaß und wir sehen und hören uns wie gewohnt. Tüdelü!